herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever. Wir hatten letztens einen Stream und in diesem Stream haben wir einiges gemacht, zum Beispiel auch die erste Linie für einen Elektrolok. Ich hier bereits fleißig durch, ich habe das noch ein bisschen laufen lassen, denn es gab wirklich sehr viele Sachen, die komplett neu waren. Und wir werden natürlich auch noch auf alle Fälle gemeinsam einen Elektrolok machen, damit jeder alles bekommt, die Leute im Stream und die Leute hier. Wird schon passen. Und wir haben auch noch sowas gemacht wie die Strecken hier elektrifiziert. Die haben ein ganz Stück mehr Anzug, ein paar mehr Wagen, die sind schneller unterwegs. Sodass es hoffentlich besser laufen sollte. Das haben wir auch schon alles gebalanced. Aber durch den Anschluss von New York, was mal in der letzten Folge. Ne, stimmt nicht. In der letzten Folge haben wir das Flugzeug gemacht, was wir in der vorletzten Folge gemacht haben. Sind die Bevölkerungszahlen dermaßen explodiert. Da müssen wir nochmal ran. Von daher auch mal schauen, wie es hier ausschaut mit den Bussen. Denn ich glaube nicht, dass wir noch alle erreichen. Und was das angeht, ich habe hier auch gleich noch mal ein paar kleine Straßen angezogen. Hier war schon die Straße ungefähr bis hierher. Da dachte ich mir, das Stückchen kannst du dir selber hier auch noch ziehen, sonst machen sie manchmal komische Sachen. Und so weiß ich, dass es funktioniert. Des Weiteren habe ich festgestellt, wir haben mittlerweile Ampeln. Hier war ursprünglich eine Ampel. Die kann ich dir zeigen. Genau. Und das wäre natürlich an der Stelle nicht so schön, von daher machen wir sie gleich wieder weg. Aber potenziell sind mittlerweile da. Nun gut. Wir haben hier schon eine Außenlinie in Hamburg. Die würde ich sagen, verbessern wir gleich mal, wie voll das mittlerweile ist. Großartig, glaube ich. Eine Sache würde ich dann noch wieder anschalten, die Haltestellen. Sonst sehen wir nicht allzu weit. So, hier, die Haltestelle kann noch alles mitnehmen. Das finde ich in Ordnung. Dann hier gibt es eine Haltestelle und die reicht bis hier hinter. Hier gibt es wieder eine Haltestelle für den Außenposten. Hier hinten gibt es aber keine. Die kommen bis hier ran. Bis hierhin auch noch. Und das da könnte dann fast noch, genau. Na gut, dann geht es doch noch auf. Wird vom Meisenweg mit abgedeckt. Bin schon gespannt, also wie wirklich hier hoch auf den Hügel mitbauen. Dann könnte man es auch von hier aus hier hinten sehen, dass hier die Stadt bis ranreicht. Das ist ein bombastisches Ding, auch wenn man sich das hier so anschaut. Ich hätte jetzt die Bushaltestelle nochmal ausschalten sollen. Echt, das sind Hochhäuser mittlerweile. Bin gespannt, wo das noch hinführt. Oh ne, warte mal. Der Meisenweg ist LKW-Station. Das heißt, es wird gar nicht bis hierhin reichen. Ne, hier reicht es nicht hin, aber. Ne, das ist nur die weiße Umrandung, der Zaun. Reicht es nur tatsächlich bis dahin. Das heißt, hier ist noch gar keine Abdeckung. Dann sollten wir hier auf alle Fälle, finde ich, nochmal eine Haltestelle hinstellen. Busse fahren auf der rechten Spur. Gebäude. Achso, wir sind bei den Zügen. Da haben wir mittlerweile auch die neuen. Ja, das ist eine LKW-Haltestation. So. Die neuen Bushaltestellen haben wir sogar auch schon. Ah. Dazwischen mag er nicht. Na gut, dann kommst du dahin. Geht da? Bitte. Es wird Frühling, man merkt's. Oder es wirkt wie Frühling. Eigentlich sollte es noch Winter sein und es könnte auch immer noch Schnee geben, aber abwarten. So, hier kommt man nicht ganz mehr bis hier hinten hin. Und du schaffst das hier hinten aber auch nicht. Wenn wir schon mal neue Haltestellen einfügen, dann können wir die gleich mitnehmen, würde ich sagen. Die Haltestelle würde ich dann vielleicht hier hinstellen. Ich möchte es nur zusehen, dass wir hier nicht auf die Hauptstraße rauffahren und dann hier links abbiegen, sondern hier einmal straight rüber. Dass es ab links abbiegen immer an Stellen ist, wo wenig Verkehr ist. Vielleicht sogar ganz hier hinter. Ja, komm. Ich würde sagen, ganz hier hinter die Haltestelle, dann kann man viel, viel, viel abgedeckt, möchte ich auch. So. Und der Höhe ist natürlich nicht so schön. Aber es passt sich halbwegs an. Der Automat ist dann ein bisschen sehr tief, aber der ist kinderfreundlich. Eindeutig. So, wir haben die Außenlinie. Gehen wir hier rüber. Da fahren gar nicht mehr so viele mit. Da könnten wir vielleicht noch ein paar Busse wegmachen.
Aber wir schauen erstmal, wie es ausschaut, wenn wir hier noch ein paar Haltestellen mit anfühlen. Museum am Roten Baum. Du möchtest. Hier so noch. Dann muss natürlich hier Haselbrock weg. Ich glaube, genau. Dann findest du den Weg von alleine ganz gut. Und bei dir nach Leisitzhalle muss man natürlich hier dann auch nochmal hier rausnehmen. Und die. Und ich glaube fast, dann geht es nicht auf. Okay. Wir wollten ja, dass er hier rüber fährt. Dann verstellen wir die Wegpunkte. Wir stellen hier einen neuen hin. Oh, apropos. Wenn die dann natürlich hier drüber fahren. Weil ich glaube, die Postbusse schaffen nur 25 km/h, oder? Postbus, Details. 25 km/h. Ja gut, dann können sie da auch in den alten Straßen langfahren. Andererseits, irgendwann früher oder später kommt so oder so. Wir geben dem gleich mal ein Upgrade. Ging jetzt leider, verschwinden leider ein paar Leute, aber ich fürchte, da muss ich durch. Oder dann müssen die Leute durch, die kriegen direkt neue Häuser gestellt dann. So. Hatte man noch irgendwo einen Wegpunkt? Achso. Habe ich natürlich den Namen nicht mehr. Hätte ich gleich rauskopieren sollen. Rossel, achso, Namen muss ich natürlich noch raussuchen. Na gut. Aber dann fügen wir erstmal den Wegpunkt noch hinzu. Nach dem Drosselweg. Bist du hier rüber? Genauso. Sehr gut. Und dann überlege ich mir jetzt noch ein paar Namen. Und wir gehen dann gleich weiter zum nächsten Upgrade, denn wir haben noch einiges vor. Wie gesagt, die Städte sind ordentlich gewachsen, aber dann kriegen wir in dieser Folge auch einen sehr, sehr guten Überblick, glaube ich, über die einzelnen Städte. Das wird schon passen. Bis gleich. Gut. Weiter geht's. Wobei, eine Sache noch. Signale wieder aus. Die brauchte ich eben noch. Ich habe nämlich noch eine Straße gesetzt, aber dazu gleich später mehr. Wir haben die neuen Haltestellen. Panoptikum und das Maritime Museum. Und so wie es ausschaut, wir konnten wirklich noch ein paar Busse streichen. Und es läuft immer noch ganz gut. Und daher, ich würde auch sagen, den Upgrade oder dergleichen kann ruhig später erfolgen. Das reicht vollkommen aus mit den Postbossen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Varianz auf der Strecke. Ja, und dann gibt es hier noch Vertania. Hier habe ich schon mal noch eine Straße gesetzt, damit die hier auch mal irgendwann wieder drüber kommen. Dass nicht alles über diese eine Kreuzung hier läuft. Und ich glaube, das könnte sich auch etwas mehr stauen, denn aus irgendeinem Grund haben sich ausgerechnet hier ganz viele Leute angesiedelt. Nun gut, da müssen wir wohl durch. Und daher, ich habe mir auch schon mal die Strecke angeschaut. Bisher fahren wir von diesem Endpunkt aus hier lang. Hier müssen wir nochmal eine Extrastation hinsetzen. Denn hier haben sich auch wieder viele Leute angesiedelt. Finde ich aber gar nicht so schlecht, dass wir hier näher rankommen an die Ölquelle. Dann fahren wir auch weiter über die Misty-Straßen. Dann würde ich aber sagen, fahren wir hier oben über die neu geschaffene Straße. Ja, würde ich genauso machen. Dass wir die Haltestelle auch nochmal verschieben. Am besten hier hoch. Dann die andere Haltestelle hier. Ich glaube, die muss fast hier drüben dann hin. Da sind die aber auch alle relativ nah. Und dann noch eine hier. Wobei, dann spare ich mir die, glaube ich, hier in der Mitte. Dann kommt die hier weiter hier rüber. Und dann nehme ich an, decken wir immer noch alles ab. Also Bill hier rüber, Rocket hier runter, dass wir möglichst viel von diesem Zipfel noch abdecken, wobei es gar nicht so einfach wird, denke ich. Nicht alle Häuser werden wir kriegen können und dann können sie genauso weiterfahren. So der Plan. Also machen wir das als erstes. Wir wollten noch eine weitere Station hier hinstellen. Wir würden ja dann hier auf der rechten Seite halten. Oh, kann der Baum auch weiter stehen bleiben? Ich nenne mir dann Bobstraße nach Major Bob. Hätte ich das alles mit Bindestrich gemacht? Ja, auch bei der Misty-Straße. Dann als allererstes, also apropos, so kriegen wir es schneller hin, Linie verwalten. Nach der Rocco-Straße die 3. Oh, da hätte sogar noch mal in der Mitte die Blaustraße. Kommt
Hier die neue Haltestelle. Und ich glaube, den Wegpunkt kann man rausnehmen. Yep. Dann brauchen wir auch diesen Wegpunkt hier generell nicht mehr. Doch. Wird schon laufen. Dann eckt hier die Bob-Haltestelle auch mal ein ganzes Stück mit ab. Oh, das soll nicht. Ernsthaft, du schaffst es nicht, das mit abzudecken. Ich glaube, die Bob-Haltestelle müsste man dann fast noch hier rüberstellen, dass sie noch das bisschen hier mitnehmen kann. Es hilft ja nichts. So. Decken wir nämlich hier auch am Rand alles noch ab. Aber wir kriegen das Haus da drüben scheinbar schon wieder nicht. Nee, komm nur bis zur Kreuzung. So würde es weiter was rankommen, wenn ich dich hier hinstelle. Das ist nicht gut dahin. Das eine Gebäude da. Okay, also hier lasse ich mich noch auf den Kompromiss mit ein, dann ist das eine Gebäude halt leider nicht mit abgedeckt. Das ist dann halt so. Oh, die Bobstraße, genau. Und das ist nämlich ganz gut, wenn ihr hier gerade drüber geht. Wobei, das ist keine Hauptverbindungsstraße. Wir hätten es auch noch weiter hier ranstellen können. Wie weit deckst du das denn ab? Naja, komm. Dann stellen wir es halt noch hier rüber. Was für ein Aufwand. Nur für eine Haltestelle. Oder sehe ich das einfach nur? Ja, ich sehe das nur schlecht. Das wäre schon bis dahin gekommen. Kommst du da wieder hin? Wird schon passen. So, also wir kommen schon mal hier lang. Dann, wir wollten uns hier hochfahren lassen. Die Billstraße soll dann hier hoch. Hier am besten. Geht das auf? Ja. Läuft. Läuft besser als erwartet. So, und die Rocketstraße dann hier drüben hin. Und wenn das alles wieder einsnappt, dann geht das auch alles viel schneller als gedacht. Wir kommen nicht ansatzweise bis dahin, wo ich gerne hin würde. Jetzt muss man auch zweimal über die Bahn schienen. Und hier dann auch zweimal über die Bahn schienen. Das ist nicht schön. Aber was würdest du machen? Ja, und die ganz hier hinten, die wohnen einfach zu weit weg. Die wohnen in so einer Sackgasse. Was soll ich da großartig machen? Ich könnte noch hier rüberfahren lassen. Dass wir hier nochmal einen Bahnübergang hinstellen. Wie schaut es denn aus mit den Signalen? Hier ist eine Weiche. Das wird schwierig. Wir müssten mal das hier weiter hier drüben machen. Hier einmal quer durch. Oder hier drüben. Lass mich es hier in der Mitte anschließen. Aber möchte ich das? Ach, no risk, no fun. Wir probieren es. Vielleicht dann von hier aus? Naja. Wir schauen mal, wie gut das denn wirklich letzten Endes ist. Apropos. Hier sind noch die kleinen Straßen dran. Das geht so natürlich nicht. Zwei Gebäude werden entfernt, das finde ich nicht gut. Wir fahren drauf. Die alten Postbusse immer noch.
Können wir das auch erstmal so lassen? Wer ist ja dann auch hier unten lang, ja. Die Gebäude kommen wieder. Es ist nur ärgerlich. Aber dasselbe gilt dann hier. Was soll's? Wir kommen klar. So, und dann hier rüber. Es wird nur ein Gebäude entfernt. Das gefällt mir zwar. Aber ihr hebt mir die auch die Schienen an. Das finde ich nicht so cool. Eine Mini-Kurve. Dass sie wirklich bis da rangebaut haben, das hätte ich am Anfang nie gedacht. Aber okay. Sie wollen das scheinbar so. Gibt es hier nochmal eine Haltestelle. So. Hier drüben. Schön am Strand. Wenn hier nicht die Bahnschienen wären, könnte das ein super Viertel sein. Oder man ignoriert den Krach. So, Mr. Fuji. Oh nicht? Gibt es keinen Punkt? Doch. Mr. Fuji. Wasser. Nach der Rocketstraße bitte hinzufügen. Es läuft, aber dass sie hier links abbiegen, gefällt mir gar nicht. Das Blaue sollte eigentlich außer Konkurrenz laufen. Können wir die nicht hier oben lang schicken? Auch wenn der Weg ein Stück länger ist? Ich glaube schon. Dann. Hier hätten wir die Joghurtstraße. Den Namen kopieren wir uns. Der Wegpunkt heißt dann Rotstraße. Und ich. Und wenn ich hier jetzt noch den Wegpunkt hinzufüge. Ah, fährt er über die Hauptstraße. Nicht nett von dir. So, du wirst das Poké-Center. Dann gibt es halt noch einen Wegpunkt. Da kenne ich nichts. So, nach der Fuji-Straße fährst du hier diesen Wegpunkt noch mit ab? Genau so. Das können wir, glaube ich, so lassen. Ist auch die Frage, wie sinnig das alles ist. Andererseits, da leben weniger Leute. Ich glaube, das muss nicht unendlich sinnig sein. Das muss nur vorhanden sein, damit die das nutzen. Hätte ich vielleicht noch weiter hier reinstellen. Apropos. Hätte ich vielleicht noch weiter reinstellen sollen, wollte ich sagen. Dass die hier besser umsteigen können. Zur alten Mannstraße oder zum Wohnhaus. So, zur Trainerschule. Aber ich finde es so nicht verkehrt. Wie weit kommst du? Nicht ganz bis daran, aber du kommst noch bis daran. Jetzt ich hier hinten im Industriegebiet, wird doch keiner siedeln wollen, oder? Andererseits, ich hätte auch nicht gedacht, dass die hier drüben siedeln, direkt bei den Schienen. Nun gut. Wie schaut es denn generell aus mit der Linie? Es fahren gar nicht so viele Leute mit. Das kann ich aber auch verstehen, bei einem Takt von 4 Minuten. Da geht mehr. Da geht eindeutig mehr. Nichtsdestotrotz, ich würde das, glaube ich, erstmal so lassen. Es staut sich auch in keiner Linie. Einer. Drei. Einer. Ich glaube, das passt schon. Hier wird noch ein Umsteigepunkt sein. Ja, dann haben sie, glaube ich, einmal auf dem Weg gegen den Uhrzeigersinn hier eine Umstiegsmöglichkeit zum Trainerhaus.
Und einmal mit dem Uhrzeigersinn auf der Blaustraße zum Markt hin, dass sie dann gleich hierher kommen Richtung Bahnhof. Ich glaube, das wird schon passen. Dann das nächste wäre Köln. Köln brauchen wir bestimmt irgendwas. Köln habe ich mir aufgeschrieben, oder? Oh, wegstreichen wir dann später. Hamburg, Bethania, Köln und Stuttgart brauchen beide was. Ein Hoch auf meinen Spicker. So. Hier hinten haben wir bisher nur Falk. Heißt so ein Ort in Köln? Ach, ihr habt noch gar keine Außenverbindung. Ja, dann erstellen wir eine komplett neue Linie für euch. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, glaube ich. Fällt mir aber sehr gut. Boah, der. Genau, der Bahnhof deckt zwar sehr viel ab, aber auch nicht alles. Und hier hinten steht auch schon das erste Haus, was nicht mehr abgedeckt wird. Eigentlich müsste man dann hier eine Haltestelle haben, finde ich. Dass wir hier hinten möglichst viel mitnehmen. Aber dann wird dieses eine Haus weiter ungenutzt bleiben. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal jemals genutzt wird. Ich habe nicht vorgehabt, dass hier noch eine Straße drüber gehen würde. Die dann hier sich irgendwo anschließt. Andererseits, gleich wenn die Stadt weiter wächst, hier so dran noch eine Straße, dann hier einmal mit dem Bahnhof, wobei, hier geht es dann zu der Hochgeschwindigkeitstrasse. Vielleicht kriegen wir hier noch eine ganz steile Brücke hin. Oder direkt, nee, in den Tunnel wird auch schwierig. Andererseits, wir haben ja hier drüben noch ein bisschen Platz, dass wir hier direkt runtergehen können. Vielleicht von der Kreuzung aus hier runter und dann hier anschließen, wenn wir hier noch weiterbauen. Dass wir hier dann mit dem Außending auch lang können. Wird schon passen. Auf alle Fälle eine Haltestelle hier hin. Der eine muss halt erstmal ohne auskommen. Reichen wir damit alle? Ja. Namen suche ich dann wieder raus. Wir hätten auch gleich einen Umstiegspunkt oder einen Abladepunkt zum Bahnhof. Denn wir kommen bis zum Bahnhof mit dran. Von hier aus. Am besten hier rüber. Hier wird noch alles... Okay. Der eine hier nicht. Ein einzelner. Wobei. Da ist es relativ hell drunter. Ich glaube, das sind die Höhenunterschiede. Schaut euch das mal an am Rand. Ich glaube, der wird mit abgedeckt. Hier wäre auch das Ganze eingefärbt auf dem Gehweg. Ich glaube, das wird mit abgedeckt. Aber hier hinten ist noch niemand dran. Aber boom, wenn hier mal wirklich ein Bus lang fährt, wenn das so oder so hier schon abgedeckt wird, könnte man im Prinzip den Weg auch einfach hier drüben anschließen. Dass wir unseren Bus hier lang fahren lassen. Hier lang. Okay, Zukunftsmusik. Wir brauchen hier noch eine Haltestelle. Und hier kommst du dann bis zu der Brücke daran. Ja, kommt so sehr gut heran. Aber wenn ich das richtig sehe, kommt er nicht. Wir sind die letzten drei Häuser hier ran, aber dafür kenne ich eine Lösung. Denke ich. Bin mir noch nicht sicher. Wird sich jetzt zeigen. Wobei, hier geht keine Straße mehr ran. Ich wollte gerade sagen, hier noch eine Straße. Geht das nicht so ein Ministück? Nope. Haben wirklich genau ans Wasser gebaut. Das werden die ersten Flutopfer werden. Oh Mann. Ganz ehrlich, dann wird hier auch nichts mehr weiter entstehen, nehme ich an. Dann sind die drei Häuser halt ohne und auf die drei Häuser. Das passt schon. Denke ich. Wir stellen das Ding einfach hin, bevor ich hier Ewigkeiten überlege. Und das Auto ist safe. So, wenn wir denn hier weiterfahren, fahren wir vermutlich auf der Hauptstraße mit entlang. Oder wir leiten den hier mitten durch die Stadt. Wenn hier die Haltestelle steht, leiten wir den einmal hier parallel zum Ring durch. Das finde ich ist eine schöne Idee. So, dann, ihr deckt bis hier hinten alles ab. Das heißt, hier hinten bräuchte man die nächste Haltestelle und da sehe ich eine Straße, die man ruhig noch verbinden könnte.
wird aber auch sehr nah an der Kreuzung gebaut. Das finde ich nicht schön. Generell, warum da? Warum nicht? Ja, doch. Muss man euch das echt diktieren, damit ihr keinen Mist baut? Was sollte das hier mit diesem kleinen Stückchen nur? Also das war viel zu nah an den Kreuzungen. Also man müsste eigentlich nur Mindestabstand an den Kreuzungen haben. Das wäre schön. Das verursacht nur Stau, wenn die Kreuzungen zu nah beieinander sind. Apropos. Wir hätten hier noch ein bisschen... Oh, vielleicht ein bisschen... Getreide. Ich glaube, dann sollte ich hier auch mein neues Feld anlegen, wenn hier so viel verschwindet. Vielleicht hier drüben das Stück. Am Strand entlang. Mache ich dann in der Pause. Auf alle Fälle hier eine Haltestelle. Am besten hier. Oh, ich muss mir hier nochmal upgraden. Oh ja. Wir müssen gleich eine ganze Menge upgraden, wie es ausschaut. Also hier wollten wir so oder so durch. Die schönen großen Häuser verschwinden leider. Ah. Hier wird denn so auch nicht weitergebaut, hätte ich das hier gar nicht upgraden brauchen. Dann fahren wir dann vermutlich hier durch. Und... Und dann hier die nächste Haltestelle auf. Hier und hier hinten. Bei vielleicht auch eher hier hinten. Dass wir hier den kleinen Bogen runterfahren, dann hier rüber und dann hier die Haltestelle aufstellen. Dann kriegen wir hier auch die Haltestelle ein Stückchen weiter hier ran. Wir werden hier noch ein paar Häuser hinstellen. Ja, ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann halt hier wieder durch. Wie viele fahren denn hier lang? Dass wir hier uns den Weg teilen mit der Tram, ist glaube ich nicht so schlimm. Hier dann mit den LKWs dürfte nicht so schlimm sein. Das Stückchen umgehen wir hier auch ein Stück. Also das ist wirklich nur ein Stückchen, was wir dann uns teilen, wo es potenziell Probleme geben könnte. Aber ich glaube gar nicht, dass es da großartig zu Problemen kommen wird. Das ist nur eine schmale Straße. Ja, okay, das könnte ein Engpass werden. Dass ich da keine große hingesetzt habe. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass hier dann so viel noch entsteht, muss ich zugeben. Das ist alles viel mehr gewachsen als gedacht. Nun gut. Wir hatten gesagt, hier eine Haltestelle. Und hier hinten. So, jetzt decken wir hier das nicht ab. Aber hier mitten drauf noch eine Haltestelle. Die Idee finde ich sogar ganz hübsch. Können wir von mir aus, wenn wir in den Tunnel reinfahren, auch immer ein paar Busse sehen. Das ist bestimmt ein paar hübscher. Wobei ich im Moment noch nicht so zufrieden bin, muss ich ehrlich zugeben. Haben wir hier gerade... Ja, haben wir das irgendwo. Was ist ein Fahrzeugstickpunkt? Also nicht, dass die schlecht aussehen, aber gerade der, da gibt es noch ein bisschen Besseres. Das ist, es geht so langsam in die Richtung, wie ich mir einen Bus vorstelle. Bin da sicherlich auch geprägt durch meine Zeit. So. Ja, und dann? Achso, das ist nur ein anderes Symbol, weil da halt noch die Eisenbahnschienen mit rübergehen. Oh, das wird schon passen. Richt mal die neue Linie ein. Also. Was haben wir denn das letztes für eine Linie erstellt? Ich glaube, das war die Fluglinie. Da hatten wir hier so ein... Geht schon fast ins... Ne, das müsste ein blauer sein. Ein dunkleres Blau. Ah ne, das ist dieses hellere hier. Hier kriegt ein helleres Lila. Wobei, haben wir hier schon ein Lila? Ja, aber... Bei Weitem kein so helles. Ich glaube, das wird schon aufgehen. So, starten wir hier drüben. Fahren dann hier rüber. Ja,
der nimmt zu lange die Hauptstraße. Ich hätte das gerne, dass er hier lang fährt, hier abbiegt gleich, hier rein. Und am besten hier auch außen lang fährt. Hier fährt er. Ja, wie würde er es anders machen? Hier rum, das passt schon. So, dann die nächste Haltestelle. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Okay, also hier fährt er auch außen rum. Dann geben wir ihm hier gleich mal einen Punkt, wo er. Ach, hier geht die dicke Straße bis da rein. Punkt, wo er hier durch den inneren Teil des Rings fährt. Hier dürfte es gar keine Probleme geben, nehme ich an. Nope. Dann bin ich soweit, glaube ich, halbwegs zufrieden. Nur der Name fällt noch Köln. Außen. 1922. Wegpunkte fehlen noch. Wir hatten festgestellt, er fährt hier nicht mit rein. Kann aber direkt fahren. So. Rodenkirchen. So, nach der ersten Stelle. Und nach dem Startpunkt. Hast du das Ganze hier mit ab? Ja. Aber ich finde es schöner, wenn du hier dann auch nochmal nicht links abbiegen musst, sondern hier gleich weiterfährst. Das heißt, noch einen Wegpunkt. Rodenkirchen. Na, so also nicht. Nummer 1.1. Achso. Probier mal, dann brauche ich weniger schreiben. Und hier rein den nächsten Wegpunkt. Im Industriegebiet stört den Lärm auch niemand. Hier müssten schon wieder Wohnhäuser sein, genau. Wobei, der Buslärm wird vermutlich nicht bis dahin kommen. Ne? Na jetzt. Wer weiß, wo ich da drüben drauf geklickt habe. Ihr hört schon den Krach von den ganzen Zügen, die hier fahren. Das ist schon übel. So. Nach Rodenkirchen 1 kommt hier noch Rodenkirchen 2 dazu. Dann hier ein Wegpunkt. Colonia. Als Wegpunkt. Nee, soll ich Saat nach? Was im Moment noch Finkenweg heißt. Einmal hier lang weiter. Ja. Das machst du doch mit Absicht. Aber das macht nichts. Dann geben wir ihm hier gleich. Ah, hier ist wieder Kreuzung direkt nebeneinander. Das ist nicht so schön. Dann geben wir ihm hier noch einen Wegpunkt. In Ports. Und da habe ich nachgeschaut, so heißt wirklich ein Ortsteil. Wenn ich mich nicht ganz vergoogelt habe. Sag mal. Wie oft soll ich nur noch draufklicken? Gut. So gefällt mir das doch schon deutlich besser. Oh, das ist ja furchtbar. Das ist gar nicht gut. Ich meine, hier juckt es, glaube ich, kaum jemanden, aber im Normalfall würde ich das sofort wegmachen. Das verursacht nur Probleme. Aber der Rest läuft. Ja, dann würde ich sagen, da direkt mal ein paar Fahrzeuge drauf. Fangen wir mal mit 5 an. So, wir nehmen dafür. Oder, ja, komm, das ist eine lange Strecke. 5 ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Fahrzeuge kaufen. Wir haben ja hier 2, die 35 km/h schaffen. Der hier kann ein paar mehr mitnehmen. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Ich glaube, außen fahren gar nicht so viele Leute mit. Andererseits, was soll's. Das ist eh nur ein Zubringer. Wird schon passen. So, euch 5 auf Köln außen. Fahrzeuge noch schnell verwalten. Oder wisst ihr was? Das kann ich eigentlich auch außerhalb machen. Dann, ich lasse das im Moment laufen, werde es noch einstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in Stuttgart das Ganze auch nochmal durchziehen.
Gut, unsere Busse sind auf dem Weg, aber das kann noch einen Moment dauern. Hier ist reger Betrieb, hier sollte ich so langsam, glaube ich, mal die Straßen upgraden, aber ich glaube auch, dass es demnächst neue gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es war 1925 oder 1930 und das ist ja beides bald. Und daher, ich würde noch einen Moment warten und dann schauen wir mal, dass wir den Stau hier irgendwie auflösen. Das ist ja schwierig. Nun gut, aber wenn Köln läuft, können wir uns gleich Stuttgart zuwenden. Und hier habe ich was Interessantes gesehen, also... Dann gibt es ja schon einen Weg, der hier bis runter geht. Wir könnten das noch verbinden. Dann können wir hier im Prinzip einmal komplett drumherum fahren, ohne großartig überhaupt den Ring zu kreuzen. Dann wäre es nämlich nur noch einmal hier, während wir hier in den Tunnel fahren. Dieses kurze Stückchen hier. Und das klingt doch gar nicht so verkehrt. Und so viel ist hier noch gar nicht los. Also verkehrstechnisch wundert es mich. Bei fast allen Streams, die ich gesehen habe, sobald Autos kommen, Stau. Das ist das, was ich gesehen habe, aber ich habe auch eine große Karte gewählt. Vielleicht sind die Städte bisher noch zu weit auseinander. Schauen wir mal. Wir wollten hier über die Bahnschienen drüber. Apropos über die Bahnschienen. Wo sind denn hier die Signale? Wäre sogar eins. Und das ist natürlich ungünstig von mir gesetzt. Komme ich da durch? Nope. Vielleicht so ein Stück Quere. Nope. Weiß nicht genau, wie gut sich das ausgeht von den Längen her. Aber das klingt immer raus. Wir haben einen 320 Meter Bahnhof hier zur Verfügung. Und wir können das eine Signal ruhig noch ein Stück versetzen, finde ich. Dann fliegst du kurz raus, während wir hier den Bahnübergang rüber zu machen. Das andere steht da. Ich bin nur zu nah dran. Das schaut echt furchtbar aus, dieses Spiel. Nicht das was machen von Schiene zu Schiene erstmal und dann ziehen wir den Rest rein. Ich glaube, das kann man so lassen. Hab schon Schöneres gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber passt schon. So. Einbahnverkehr, ja. Blockieren sie ja häufig auch den Bahnübergang. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Gegebenenfalls muss man nochmal tauschen. Aber wir kommen da schon mal durch. So, und dann hier noch anschließen. Ganz schöne Steigung. Aber so kommen wir hier unten schön lang. Ja, das weiß ich nicht. Ich würde das nochmal abreißen und schauen, ob wir das nicht noch ein Stück besser hinbekommen. Ja, genau das sollst du nicht machen. Weil was nicht doch. Was ist? Eine üble Steigung. Musst du schon mal auf dem Weg zur Arbeit über so eine üble Steigung radeln und nach einer Weile überlegst du dir die Minute Zeitersparnis, die da hoch anstrengend ist. Die kannst du auch einfach schieben und kommst dann ganz entspannt bei der Arbeit an und ganz ehrlich, auf die Minute kommt es keine Sau an, weil du musst so oder so, weil der Zug so doof gefahren ist, eine halbe Stunde warten, von daher ganz gemütlich gibst dir um 5 Uhr morgens keinen Stress. Na gut, also hier würden wir langkommen. Dann können wir hier... Achso, hier fahren noch welche drüber. Aber da fahren gar nicht so viele drüber. Das passt schon. Kommen wir hier lang. Könnten hier zum Beispiel eine Haltestelle hinsetzen. Wie viel würde die denn abdecken? Würden die vielleicht sogar schon alles abdecken? Ja. Natürlich in Ordnung. Und ich habe mittlerweile ein bisschen nachgeschaut. Wobei, hier gibt es keine Türme. Ich nicht noch eine Station münden.
badische Straße. Ich kopiere mal raus. Und dann nennen wir dich Fernsehturm. Denn, nachgeschaut, Stuttgart hat auch einen Fernsehturm. Und das passt auch sehr gut zu den Hochhäusern dort, finde ich. Dann kommt hier hinten die badische Straße. So, dann haben wir hier schon mal vieles abgedeckt. Nicht ganz so verkehrt, ihr seid alles Industriegebäude hier. Dann geht es hier weiter hoch und hier ist auch schon recht gut abgedeckt, finde ich. Da braucht man eigentlich gar nichts weiter machen. Ich habe hier schon... Oh, jetzt haben sie die Straßen noch mitgebaut. Wenn ihr das da so auf eine Leine hinsetzt, dann verbinde ich euch das natürlich. Die hier würde ich dann vielleicht gleich mal upgraden. Denn hier werden wir höchstwahrscheinlich mit dem Bus langfahren. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe das extra schon mal verbunden, weil die aus irgendeinem Grund hier nur das Stückchen bis hierhin gebaut haben, hier nur bis hierhin. Und irgendwie sich in dieser Kurve gar nicht angepasst haben. Die bauen da stupide geradeaus. So passt es ja auch. Ist dann vielleicht ein bisschen viel Viereckmuster, aber hier schaut es wieder komplett anders aus. Von daher, hier das Planwohngebiet, der Ebene ist es nicht, aber auf dem leichten, obwohl, das ist schon ein ganz schöner Hang. Auf dem Hang hier, das Wohngebiet, mit Überblick über die See, hier kommen die ganzen hochpreisigen Wohngebäude hin. Das Industriegebiet kann man sehen, schöne Züge schauen, wem es gefällt. Den Seen kann man auf alle Fälle sehen. Man kann bis nach Köln rüber sehen. Auf die Innenstadt kann man sehen und ist nahe den Bergen, kann schön wandern gehen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber ich spatze. So, hier könnte man gleich auch nochmal eine Haltestelle hinstellen, finde ich. Bin schon wieder bei den falschen. So. Und da muss ich dann gleich noch meinen Namen auch kurz raussuchen. Ich habe da schon eine Liste gemacht, aber die Liste ist gerade nicht offen. Ich möchte euch natürlich auch nicht die Zeit stellen, das ist ja auch nicht so wichtig. Machen wir dann einen Moment später. So, hier hinten könnte man gleich noch eine Haltestelle hinmachen. Denn das eine Haus wird schon nicht mehr mit abgedeckt. Und den kann ich so über die Haltestelle auch ihn zwingen, dass er hier lang fahren muss, nicht auf der Hauptstraße lang. Und hier würden vermutlich so oder so noch ein paar Gebäude entstehen, von daher. Das passt schon. Muss ich dann gleich mal noch schauen, ob auf meiner Liste auch irgendein Bergname steht. Das würde ja super passen hier. Wie habe ich dich eigentlich genannt? Kölner Walter einfach nur. Da war ich ja nicht sehr kreativ. Aber na gut. So finde ich es auf alle Fälle schnell wieder. Würde ich es auch so lassen, je länger ich überlege. Mit den Haltestellen suche ich nicht, aber nach sowas, wo ist Holz und dergleichen, dann suche ich ja öfter. Gut, dann bis hier ganz hinten ran reicht auch bisher niemand. Oh, gut. Wart ihr denn schön auf den guten Straßen? Nope. Aber du hast hier schon eine gute Straße, nur ist da Dingsstraße noch drauf. Die Schienen sind da noch drauf. Die Straßenbahnschienen, meine Güte. Vielleicht denn gleich ganz hier hinten? Komm, das machen wir. Wenn sie es uns schon da so schön hingebaut haben und anbieten. Und von hier aus, dann hier runter. Den können wir auch gleich, finde ich, nochmal hier halten. Hier halten zwar schon Straßenbahnen. Und das wird schon passen. Halten wir an derselben Stelle. Und von dann gleich hier rüber weiter. Wie weit reichst du denn? Hier reicht es schon nicht mehr ganz bis hin. Hier genauso. Das heißt, hier müsste man eine Haltestelle haben, finde ich. Das sind auch wieder zwei Kreuzungen, die recht nah beieinander sind. Schwierig. Oder generell, vielleicht reicht eine Haltestelle? Nee. Auch so würde es reichen. Müssen sie eine ganze Weile laufen, das sehe ich ein. Aber wir kriegen es mit einer Haltestelle hin und seien wir mal ganz ehrlich, hier sind nicht so viele Leute. Hier vielleicht später irgendwann mal. Ich glaube, wenn wir die gleich direkt hier hinstellen, ist das gar nicht so verkehrt.
so. Musste ich hier noch eine Straße reinziehen? Nee, ich glaube, das können die ruhig selber machen. Wobei, hier vielleicht eine hin. Schon mal provisorisch, dass sie nicht durch das irgendwo hinbauen, sondern halbwegs passen. Vielleicht noch ein Stück näher ran. So. Passen hier ganz wunderbar noch Häuser hin. Aber die sind auch nicht direkt neben den Bahnschienen. Wir machen ein Stück Abstand zur Haltestelle. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Dahin. Würde ich jetzt höhentechnisch schwierig. Oh, die fahren sogar schon mit Autos hier lang. Also die Straße wird auch genutzt. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber okay. Dann richten wir die neue Linie ein. Autosave. Ich finde das halt auch was. So dieses Schwarz-Weiß. Hauptsächlich Weiß. Weiß-Grau. Schon schick, was sie hier abgeliefert haben, die Herren Entwickler. So. Hier gibt's was ein bisschen lila ist, aber nichts Pinkes. Ich glaube, das wird schon passen. Das hier ist auch sehr lila. Nee, das kann man gut auseinanderhalten. Ich wollte gerade fragen, wie sehr hebt sich es voneinander ab, aber das passt schon. So. Und hier wird sie über die Hauptstraße fahren. Das muss man gleich mal beheben. Aber ansonsten, das läuft, glaube ich. Dass sie hier nicht die mittlere Spur benutzt, das ist ja eine dicke Straße, finde ich fast ein bisschen schade. Na gut, dann geht es hier lang. Hier macht er alles genauso, wie er soll. Und dann sollte er hier eigentlich rüberfahren. Das heißt, wir geben ihm hier noch einen Wegpunkt. Rosensteinpark. Ja. Haben wir gleich ordentlich vor. Warte mal. Du heißt Badische Straße. Dann haben wir auch gleich ordentlich vorgesorgt, glaube ich, für eine weitere Haltestelle oder potenziell ein weiteres Wohngebiet oder wie auch immer hier hinten. Das wird schon passen. Und du biegst erst links ab. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Geben wir ihm hier noch einen Wegpunkt, dann kann er... Dann sparen wir uns einmal das links abbiegen hier. Ist das wirklich kürzer? Jetzt die nur darum, ist das einen Meter kürzer oder sowas? Na gut. Das hat ja noch keinen Namen, da muss ich das gleich nochmal hier benennen. Buchenweg nennen wir es nicht. Suchen wir dann wieder Stuttgarter Namen raus. So, über den Lerchenweg. Oder was im Moment noch Lerchenweg ist. Dann hier brauchen wir auch wieder einen Wegpunkt, der dann noch benannt werden muss. Nach der Königsberger Straße. Hier lang. Genau so. In den Tunnel hier rüber. Und dann teilen sie sich sogar schon die Spuren sehr gut. Und dann geht's hier rüber. Dass sie hier links abbiegen müssen, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Weil hier halt eine Güterlinie drüber geht, wo viele, viele drüber fahren. Aber ich habe keine andere Idee im Moment, wie ich es anders machen soll. Wird schon passen. Und da würde ich sagen, auch erstmal 5 drauf. Ist auch wieder eine längere Strecke. Aber erstmal rumbenennen. Stuttgart, Osten, 1922. Und dann wieder hier ganz hinten die Straßenfahrzeuge kaufen. Wieder 5 Stück. Und auf nach Stuttgart. Gut, dann würde ich sagen, ein bisschen haben wir noch. Es wird heute eine sehr lange Folge, ich weiß. Aber ich denke, wir sollten noch mal ein paar Züge ersetzen, wie zum Beispiel hier die drauf. Und das würde ich gleich machen. Lasst die einpendeln und zeige es euch dann, wofür ich mich entschieden habe. Denn hier müssen wir keine neuen Strecken setzen, wir gleichen es einfach nur schauen, wie viel Kapazität brauchen wir wirklich. Ersetzen und dann passt das. Bis gleich. Gut, gesagt, getan. Es läuft weiter.
Hier fuhren vorher noch die alten Loks drauf. Ihr seht schon, das sind jetzt die 60 km/h Loks. Die habe ich alle umgestellt auf 60 km/h. Die waren aber auch schon 40 Jahre alt. Ich glaube, ein kleines Upgrade war nicht schlecht. Ich hoffe demnächst noch auf bessere Züge, wenn wir jetzt schon mal das erste Krokodil haben. Wobei ich glaube, das Krokodil wäre hier vielleicht ein bisschen too much gewesen. Elektrifizieren wir Sachen später. Zum Beispiel in der nächsten Folge könnten wir direkt mal was elektrifizieren, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob das dann so kommt. Ich glaube schon. Hab den Plan noch nicht aufgestellt. Ansonsten, ich habe mittlerweile... Wo haben wir sie? Ich dachte, es kommt mal eine vorbei. Haben einen ungünstigen Moment erwischt. Hier auf Doppeltraktion umgestellt. Hier fuhren vorher die 60 km/h Loks drauf. Jetzt fahren sie mittlerweile 90 km/h. Abgesehen von einer Strecke schaffen sie es auch komplett. Also einer Teilstrecke, nicht die komplette Strecke. Sehr knapp, aber passt mit den Doppeltraktionen. Davor haben sie ordentlich Gewinn gemacht, mit den Doppeltraktionen jetzt knapp nicht mehr. Andererseits, es geht nur im Prinzip darum, hier, glaube ich, das zur Hauptstrecke zu bringen oder zur Nord-Süd-Tangente, und die macht wie viel Gewinn? 10 Millionen, ja. Das gleicht das Ganze so ein Stück auf alle Fälle wieder mit aus. Die Güterlinie machen dadurch jetzt auch gut Gewinn, dass wir die umgestellt haben nochmal. Also die haben davor auch gut Gewinn gemacht, aber jetzt ist es, glaube ich, nochmal ein Stück mehr geworden, wenn auch nicht viel. Ja. Und ich glaube, das war es schon. Im Prinzip nur noch ein bisschen was ersetzen. Und dann heißt es beim nächsten Mal wirklich, wir schauen uns... Nee, ich habe es versprochen, glaube ich, oder nicht versprochen. Angeteased, dann nutze ich es jetzt auch. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, ich verrate noch nicht wo, führen wir mehrere Elektroloks ein. Und ich bin schon sehr gespannt. Das werden richtig lange Loks, wenn ich nichts falsch mache. Schauen wir mal, wie lange wir die Loks denn hinkriegen. Apropos unsere anderen Elektroloks. Wie lange seid ihr denn? Wir haben 250 Meter. Vielleicht müssen wir dann auch tatsächlich beim Krokodil auch noch mal eine Doppeltraktion fahren lassen. Das fände ich ein Stück weit komisch, aber warum nicht? Vielleicht ein Zug und ein Schublock? Wir haben bisher Doppeltraktion, aber noch nicht Zug und Schublocks. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja, dann beim nächsten Mal ein paar unserer Gleise elektrifizieren und wir holen das Krokodil wieder hervor. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dieser Folge wie ich. Bis zum nächsten Mal.